Ich muss mir erstmal anziehen, Freunde, ja? Alien the Tin Man. Brrr. Nächstes Tattoo im Face, meine lieben Freunde. Nigga, Flaha sind doch flexi. Understatement und nicht anecken. Das ist Rap in Deutschland. Welche Supplements ich nehme, ist eigentlich eine gute Frage, Digga. Können wir mal durchgehen. Das wichtigste Supplement ist viel Sex, das gibt's nicht bei Sek Plus. Das gibt einem Mann schon krasse Energie. Bushido hat 6-mal die Woche Sex. Bin in meiner Zone mit den Bros, only good vibes, komm uns nicht zu nah. Denn ab heute sind wir Stars. Wine for me, Baby, wackel mit dem Arsch. Sie hat den größten Booty auf der Welt, wenn sie shake, komm ich einfach nicht klar. Baby Girl, drip. Ich muss mir erstmal anziehen, Freunde, ja? Was geht, Alter? Twitch bannt mich sonst, glaube ich, ne? Yes. Wie geht's euch, Leute? Ich habe gerade meine neuen Kopfhörer bekommen, Digga. Brutal. Meine sind kaputt gegangen. Durch das Klima und durch das Schwitzen beim Recorden. Was haben die arabischen Schriftzeichen zu bedeuten, deiner Brust? Das heißt Freiheit auf Arabisch. Ich weiß gar nicht, warum hier ein Messer liegt, Digga. Nicht, dass ich dafür gebannt werde. Hab dich schon gemeldet. Korrekt, Bruder. Dankeschön. Headphones it in, man. Gib mir die Headphony-Vibes, Brother. Ich bin ein bisschen fried. Gestern hat, ich hab ein paar Deutsche wieder hier kennengelernt und eine Kollegin hat gestern Geburtstag gehabt, eine Deutsche. Haben wir ein bisschen Gefreiheit. Ich habe gerade Freiheit ist gut gelesen bei dir im Chat und wollte Freiheit und Feiern gleichzeitig sagen, Bro. Auf jeden Fall haben wir ein bisschen gefeiert. Die ist 28 geworden. Da waren noch zwei Jungs da, die mich auch kannten. Die waren noch jünger, die waren 21, 22 und die haben mir voll die süßen Sachen gesagt, ja. Noch ein anderer Kollege, Tolga, war auch noch da. Wir waren nur Deutsche. Eine Schwedin war noch dabei und ein Holländer. Hast du wieder Wasser? Yes, Bro. Wasser geht wieder. Leon, wenn ich dich sehe, geht's mir immer gut. It's Chris 32, ich küsse dein Herz, Bro. Habt ihr schon mal eine neue Mütze gesehen, Digga? Alien it in, man. Aber dann macht er den Fokus nicht und ich bin dunkel. So. Jeder mit einer freien Meinung ist ein Alien. Nächstes Tattoo im Face, meine lieben Freunde. Ich weiß nicht, ob es das nächste sein wird. Ich will es auch noch nicht sagen, was und wo, aber seid gespannt. Ich werde mir auf jeden Fall im Gesicht ein Tattoo reinhauen. Was hast du heute so gemacht? Noch nicht viel, Bro. Relativ spät aufgestanden. Ich war gestern erst um 2, 3 Uhr zu Hause. Relativ spät aufgestanden, sowas 11-mäßiges so. 11 Uhr. Dann erstmal natürlich aufgeräumt, wie immer, Yoga gemacht, Sport gemacht, geduscht, gegessen. Ein, zwei Rechnungen geschrieben, mit Mama telefoniert und jetzt bin ich live gekommen, Bro. Hast du Bock, wieder ein Interview mit Dr. Wodak zu machen? Der Mann ist aktuell richtig am Kämpfen und ich glaube, es würde extrem passen. Echt, ja? Ich muss sagen, ich habe ihn jetzt so krass nicht mehr verfolgt. Digga, was ist schon wieder mit dem Internet los? Ich küsse doch dein Herz, Bruder. Jo, ich werde mal auf seinem Instagram-Profil vorbeischauen, wenn ich hier offline gehe. Also ich meine, für den zweiten Kanal hier so Live-Talks zu machen, so mit Leuten, wo es interessant ist, why not, Bro? Oh shit, Loco ist da, Digga. Was geht ab, man? Loco. Wie geht's, Bro? Alles gut? Seit wann ist es im Hip-Hop cool, nirgends anzuecken? Ich glaube, es ist nur in Deutschland so, Digga. Dieses Saubermann-Image. Understatement und nicht anecken. Das ist Rap in Deutschland. Bauarbeiterin, man. Ja, Digga. Geil, ne? Das musst du dir dann auch noch geben, Bro. Das beruhigt nicht wirklich, Digga. Klärst du das mit dem Anwalt noch wegen deinem Musikvideo? Ey, ich weiß nicht, Bruder, ob es da überhaupt was zu klären gibt. YouTube wird immer sagen, nee, das ist ja nicht offiziell. Was sagt der Vermieter, dass du Shampoo in den Pool haust? Digga, der Vermieter soll dafür sorgen, dass ich immer Wasser habe, dann muss ich auch nicht im Pool baden, duschen. Würde, glaube ich, total ausrasten. Ich habe das schon hinter mir, Bro. Ich stehe so auf. 8 Uhr morgens fängt es so an. Das ist genau neben meinem Zimmer. Ich stehe so auf, Bruder. Das ist so mein Ruhepol an Geräusche. So mit dem Geräusch, bei dem Geräuschlevel kann ich gut schlafen mittlerweile. Nein, Mann, ich habe irgendwann einfach aufgehört, mich zu aufzuregen, Dicker. Einer hat im Chat geschrieben oder in den Kommentar geschrieben, Bro, anstatt dich aufzuregen oder so Ding, überleg mal, wie es den Bauarbeitern geht, so. Das hat mir brutal geholfen. Ich reg mich über die Jungs gar nicht auf. Ich feier die Jungs, Bro. Und die können auch nichts dafür, Digga. Was soll ich denn machen, Bro? Und mein Vermieter kann auch nichts dafür. Das sind irgendwelche Leute, die hier irgendwelche Häuser bauen. Ist halt so. Baustellen ASMR, quasi, ja. Ihr Wichser, Mann, Alter. Wegen euch höre ich das jetzt wieder so krass. Fahr einfach vorsichtig und genieß diesen Abschnitt in deinem Leben, Bruder. Safe. Wenn ich immer sehe, wie du einhändig Roller fährst, bekomme ich Gänsehaut, Mann. Nein, Bro, ich bin der absolut sicherste Fahrer, den es gibt. Ich bin auch der verrückteste Fahrer, glaube ich, aber ich fahre sicher. Aber ich fahre schon am Limit, aber es macht mir auch Spaß. Ich rechne nicht damit, dass ich einen Unfall baue. Auf keinen Fall, Digga, ich fahre viel zu gut. It's all about the mindset, man. Nimmst du Kreatin? Yes. Streams, die prägen? Wisho.
Welche Supplemente nimmst du? Welche Supplements ich nehme, ist eigentlich eine gute Frage, Digga. Können wir mal durchgehen. First of all, das Allerwichtigste für Fitness ist jetzt, denke ich mal, Eiweiß. Ja? Ich nehme ein Eiweiß. Ich habe ein Protein, veganes Rice-Protein meistens. Dann nehme ich Kreatin auf jeden Fall. Wichtig. Protein und Kreatin, das sind so die für Fitness, Muskelaufbau die wichtigsten Supplements meiner Meinung nach. Fast auch die einzigen, die ihr braucht. Und dann nehme ich halt noch Vitamine. Ne? Wichtig für mich ist Chlorella. Chlorella, Vitamin D mit Vitamin K2 zusammen. Also D3, K2, Vitamin B12, Omega irgendwas. Ja, Magnesium für Muskelkater und Zink. Und dann habe ich meistens noch ein Gelenksupport-Supplement, sowas wie Glucosamine. Und manchmal noch ein kleines Büsterchen, wenn ich vorm Training. So ein kleines Büsterchen manchmal vorm Training. Ja, das war's dann. Wie groß bist du? 1,90, Bro? Wichtigste, alles von Sek Plus. Der ist das, Bruder. Letzte Woche wurde das Paket losgeschickt, Digga. Endlich, Alter. Ich warte schon voll lange auf mein Sek Plus-Paket hier in Mexiko. Ist natürlich nicht so einfach. Aber es kommt. Ich zieh durch. Chris, schönen Tag, Bruder. Zieh durch. Ich küsse dein Herz. Das wichtigste Supplement ist viel Sex. Das gibt's nicht bei Sek Plus. Nee, Mann, Digga. Ich habe in letzter Zeit wenig Sex. Sehr, sehr wenig Sex. Bis gar kein Sex. Und ich habe mehr Power. Beim Arbeiten, im Training. Also ist schon geil, keinen Sex zu haben mal eine Zeit lang. Das gibt einem Mann schon krasse Energie. Und am besten sogar eine Zeit lang mal einfach kontinuierlich nichts machen, was das angeht so. Dann werdet ihr merken, wie ihr nach einer gewissen Zeit auf einmal voll die Power am Start habt, so in anderen Bereichen. Hast du schon mal so einen fetten Trizeps gesehen, Digga? Ist dein Ernst, Bruder? Scheiße, Digga. Bushido hat 6-mal die Woche Sex. Der war lustig, Digga. Ich hab's auch gesehen, Bro. Aber mit der gleichen, mit derselben, Bruder? Mit derselben? Geil. Bruder, ich will mir nicht vorstellen, mit wie vielen schönen Frauen du schläfst. Ja, nee, du schläfst mit sehr, sehr schönen Frauen, da bin ich mir sicher. Ach was, Bruder, ich bin immer, also ich bin 100% davon überzeugt, dass Menschen immer schon dachten, seitdem ich in der Öffentlichkeit bin, dass ich mehr Sex habe, als ich tatsächlich habe, so. Bin ich mir sicher. Ich bin ich habe schon meinen Spaß, so, ne? Ich bin kein Moralapostel und so. Und da sind schon auch die ein oder andere schönen Frauen dabei, das kann ich definitiv bestätigen, aber ich bin keine Ho, Digga, weißt du, wie ich meine, so? Keine männliche Ho. Nicht mehr. Aktuell. Man weiß ja nie, Bruder. Yeah. Ja, und man wird auch älter. Ich habe gestern noch mit den Jungs drüber geredet, da waren ein paar jüngere Leute dabei und so. Man wird auch älter. Man verschiebt die Prioritäten so. Unbedeutenden Sex mit einer Frau zu haben, die ich gar nicht richtig fühle, gibt mir auch nicht mehr so viel wie früher, weißt du, ich meine so. Die kann auch so geil sein, wie sie will dann. Man sammelt nicht mehr, ich bin 41. Ja, sammeln hört sich eh ein bisschen abwertend an der Stelle so. Aber man ist einfach nicht mehr, also weißt du, ich habe immer dieses Gefühl, danach, Bruder. Ich will danach mich gut fühlen und nicht denken so, es war jetzt unnötig, weißt du. Und das hatte ich oft, dass ich danach immer dachte, es war jetzt unnötig, musste nicht sein. Big 38 for the weapon. Brrrr. Nigga fly, sind doch flexi. Diese Bohrmaschine hört sich an wie Feueralarm. Dicker, ich schwöre dir, Bro. Tschüss, darf man als Mann nicht sagen, dass ein anderer Mann gut aussieht? Natürlich, safe. Ich zieh mir den ganzen Tag andere Männer rein, Digga. Motivationsmäßig. Noch so Schweine, Digga. So Viecher, Bruder. Natürlich darfst du das sagen, Bruder. Ich küsse dein Herz. Danke für das Kompliment. Heißt du wirklich Lovecock? Ja, Bro. Lovecock mit C, nicht mit L. Ich würde versuchen, Mietkürzung durchzuziehen, Bruder. Ist schon lange passiert, Bro. Ich bin nicht umsonst Deutscher. Was denkst du denn, Digga? Das ist der einzige Grund, warum ich hier nicht ausziehe. Ich finde nichts von dem Preis in so einer geilen Location. Ich habe halt hier auch voll viel Space und so ein eigenes Schlafzimmer. Ich habe hier meinen Schreibtisch fett, meine Boxen, mein Mikrofon. Umziehen ist dann auch wieder mit Kosten, Geld, Nerven, Zeit verbunden. Und ich muss halt auch erstmal eine Wohnung finden, die den gleichen Preis hat oder sogar günstiger ist, ne? Bin in meiner Zone mit den Bros, only good vibes, komm uns nicht zu nah. Denn ab heute sind wir Stars. Wine for me, Baby, wackel mit dem Arsch. Sie hat den größten Booty auf der Welt, wenn sie shake, komm ich einfach nicht klar.
Baby girl drip.